nichts auf dieser Welt, das wir nicht verstehen. Nicht verstehen. Wir sind dem Paranormalen auf der Spur. Wir sind Geisterjäger. Wir sind das Team von... Geister. Gibt es sie wirklich? Oder sind sie nur ein Produkt unserer Fantasie? Der Tod. Das Ende? Wer weiß das schon? Wir von Para-Inc. haben alle unsere Erfahrungen mit dem Paranormalen gemacht. Für uns gibt es keinen Zweifel. Irgendetwas bleibt. Geister. Sie sind real. Sehr real. Bei unseren Recherchen ist uns ein Ort direkt ins Auge gesprungen. Ein Park in Hessen, der früher einmal der schönste Friedhof in ganz Deutschland war. Jetzt ein öffentlicher Grill- und Spielplatz. Schon etwas grotesk. Wie ein Ort aus einer anderen Welt. Schön und gespenstig zugleich. 80% der Gräber wurden umgesetzt, um Platz für einen Spielplatz zu schaffen. Die Lebenden haben den Platz für sich beansprucht. Nur die Lebenden? Das bekannteste Grab ist wohl das von Pauline von Württemberg, 1810 bis 1856. Sie war die Prinzessin von Württemberg und durch Heirat Herzogin von Nassau. Es wird berichtet, dass man nachts ihr herzerweichendes Weinen hören kann. Viele andere Besucher berichten von merkwürdigen Lichtern und Stimmen. Wir werden der Sache auf den Grund gehen. Denn jetzt kommt die Untersuchung. Pünktlich um 22.30 Uhr erreichten wir unseren Zielort und begannen direkt damit, unsere Geräte auszupacken. Nebenher wurden noch direkt schon ein paar Fotos geschossen. So, wir befinden uns jetzt gerade am Mausoleum von Pauline von Nassau. Haben jetzt hier den Ghostmeter aufgebaut bzw. abgelegt und unseren Voice Recorder. Und wollen mal schauen, was da jetzt passiert. Ist irgendjemand hier, der gerne mit uns reden möchte? Kannst dich gerne bemerkbar machen. Da liegen zwei Geräte auf dem Boden. Das eine leuchtet rot, da kannst du gerne was reinsprechen. Wenn du irgendeine Nachricht hinterlassen möchtest, zum Beispiel, irgendwas noch zu sagen hast. Das linke Gerät leuchtet grün. Das kannst du gerne anfassen, dann macht es solche Piepgeräusche. Der Ghost Meter misst elektromagnetische Felder in Milligauss. Man sagt, dass Geister diese erzeugen, wenn sie sich manifestieren. Die beliebtesten Geräte für diese Messungen sind der K2 und der Ghost Meter. Wir von Para-Inc. haben uns für den Ghost Meter entschieden. Obwohl wir uns sehr viel von diesem Platz versprochen hatten, konnten wir keinerlei EVPs aufzeichnen. Es gab auch keine Anomalien auf den Fotos. EMF-Werte blieben ebenfalls aus. Gelände ist echt creepy. Also wir werden uns jetzt nochmal weitermachen. Wir sind ja gerade erst am Anfang unserer Ermittlung und schauen mal, was wir noch Schönes finden. Gesagt, getan, machten wir uns auf den Weg, das Gelände weiterhin zu erforschen. Es gab ja noch einiges zu sehen, obwohl wir mit ein bisschen Wut im Bauch unterwegs waren, da wir unseren Infrarotstrahler vergessen hatten und daher auch das Mausoleum nicht anständig ausleuchten konnten. Hier und da, die sind echt gewöhnungsbedürftig. Es
Klingt zum Teil schon echt merkwürdig. Ich hoffe, dass wir davon noch was auf der Kamera haben. Ja. Das ist echt abgefahren. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Am nächsten Ort angekommen, richteten wir unsere Kamera aus und bereiteten alles für unsere EVP-Sitzung vor. Mit merkwürdigen Ausgang. Aber schaut selbst. Obwohl es keine andere Lichtquelle gab und wir uns hinter der Kamera befanden, sieht man, wie sich das Bild kurz verdunkelt, wie eine Art Schatten. Danach ein Hauchen, was man sehen und hören konnte. Reden. Ist irgendjemand hier, der gerne mit uns reden möchte? EVP ist die Abkürzung für Electronic Voice Phenomenon, zu Deutsch elektronisches Stimmphänomen. Wir benutzen den Olympus VN 731 PC, um diese Stimmen einzufangen. Sind heute Abend extra hierher gekommen, um ein bisschen mehr über diesen Ort zu erfahren. Mark bevorzugt dafür den Einsatz von Stereo-Kopfhörern, um die Stimmen in Echtzeit hören zu können. Es einige Menschen gibt, die behaupten, dass sich hier merkwürdige Sachen abspielen und wir gerne der Sache auf den Grund gehen wollen. Deswegen frage ich nochmal Wilhelm Busch. Möchten Sie vielleicht irgendwas sagen? Hast du was gehört? Eben sowas in der Ecke so. Von da drüben, ne? Ja. Schauen wir mal später. Am Ende haben wir es da drauf. Sind noch mehrere Leute anwesend? Mehrere Seelen? Irgendjemand, der vielleicht mit uns reden möchte? Zu diesem Zeitpunkt hielten wir uns bereits seit einer Stunde im Park auf. Der Regen ließ langsam nach, was natürlich für uns und für die Geräte nur vom Vorteil war. Wir waren guter Dinge, noch das eine oder andere zu finden, weil bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir nicht wirklich viel. Aber die Nacht war noch lang, wir hatten noch viel Arbeit und das dicke Ende kam erst noch. Also beschlossen wir uns zu trennen. Ich wollte noch ein paar EVP-Aufnahmen machen und mein Kollege Jay wollte noch ein paar Fotos schießen, als Folgendes passierte. Ist irgendjemand bereit, mit mir zu reden? Möchtest du deinen Verwandten noch irgendwas sagen? Deinen Hinterbliebenen? Ein paar letzte Worte? Scheiße, was war denn das? Alter Scheiße, was war das? Ich stand vor einem Grabstein und konzentrierte mich auf meine EVP-Aufnahmen, als ich plötzlich hinter mir ein Knacken hörte und kurz darauf zog mich was an meiner Kapuze. Jetzt habe ich mich gerade gut erschrocken. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Voice-Recorder hört, aber irgendwas war gerade an meiner Mütze. Alter. Puh. Hier noch einmal als Wiederholung, danach etwas verlangsamt. Achtet auf den Anfang, man hört ein Knacken und dann meine direkte Reaktion. Scheiße, was war denn das? Wir von Para Inc. versuchen zu immer erst eine normale Erklärung zu finden, bevor wir gleich an was Paranormales denken. Aber diese Erfahrung war schon recht merkwürdig und hat mich in der darauffolgenden Nacht schon sehr schlecht schlafen lassen. Wir verbuchen das erstmal als persönliche Erfahrung und müssen es leider Gottes erstmal so im Raum stehen lassen. Also das ist die Stelle, an der ich eben hätte echt schwören können, dass mich jemand von hinten irgendwie an der Mütze gezogen hat. Also ganz merkwürdig, Gänsehaut am ganzen Körper. Und ja, hier wurden auch gerade merkwürdige Fotos aufgenommen, die wir natürlich dann auch zeigen werden. Folgendes Foto ist hier entstanden. Orbs werden meist mit Geistern in Verbindung gebracht, da sie oftmals an Plätzen eingefangen werden, wo paranormale Aktivität vermutet wird. Echt krass.
Irgendwie fanden wir diese Stelle richtig interessant. Ich kam auf die Idee, meinen Ghostmeter nochmal einzusetzen, als Folgendes geschah. Ich hatte gerade meinen Ghostmeter auf dem Grabstein abgelegt, als uns eine Stimme Folgendes fragte. Damit nicht genug. Die Stimme meldete sich ein zweites Mal. Ich sagte das Wort Geräusche und direkt nach dem Wort kann man was verstehen. Halt selbst. Möchte irgendjemand mal dieses tolle Gerät hier berühren? Dann macht das nämlich so ganz lustige Geräusche. Lustige Geräusche. Lustige Geräusche. So, falls sich jemand bemerkbar machen möchte, kann er jetzt gerne mal das Gerät berühren. Dann hören wir nämlich auch mal, was das für ein tolles Geräusch macht. Hallo, wir sind von Para Inc. Wir sind extra heute Abend hierher gekommen, um in Erfahrung zu bringen, ob es hier irgendjemand gibt, der sich mit uns unterhalten möchte. Gibt eine letzte Botschaft vielleicht? Ein Gruß an die Liebsten? Irgendjemand mich jetzt hören kann, soll er sich mal bemerkbar machen. Ein lautes Geräusch. Ganz einfach mal was in das Gerät reinsprechen, was hier so schön rot leuchtet. Oder das andere Gerät mit dem grünen Licht einfach mal berühren. Auf unseren nächsten Stopp freute ich mich persönlich ganz besonders. Das Ehrenmal. Geschaffen von den Bildhauern Philipp Knauer und Hermann Schieß. Es steht an der Nordmauer des alten Friedhofs und wurde erstmals am 18.10.1874 der Öffentlichkeit präsentiert. Es steht als Mahnmal für die deutschen und französischen Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg ihr Leben lassen mussten. Irgendjemand da, der sich bemerkbar machen kann? Der vielleicht noch hier ist? Ja. Also ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera hören kann, aber wir haben irgendwie das Gefühl, als ob hier irgendjemand rumläuft, obwohl der Park jetzt eigentlich geschlossen ist. Der Park wird morgens um 8 geöffnet und um 21 Uhr durch eine Wach- und Schließgesellschaft verschlossen. Die Mauern des ehemaligen Friedhofes sind hoch genug, um das Eindringen unerwünschter Personen, selbst sehr hochgewachsenen, zu verhindern. Umso länger wir uns auf diesem Gelände aufhielten, umso mulmiger wurde uns langsam. Wir hörten Geräusche, als ob uns irgendjemand verfolgen würde, Getuschel, Rufe. Wir untersuchten das Gelände genauer, um festzustellen, ob sich nicht doch irgendjemand verirrt hat. Also uns ist so, als ob wir irgendwie... Doch dem war nicht so. Wir waren alleine. Haben bzw. hören, dass uns irgendjemand verfolgt, aber es ist eigentlich nicht möglich, da wir hier alleine sind, wie gesagt. Hallo? Wir fanden das schon sehr merkwürdig, weil jedes Mal, wenn der Voice Recorder oder die Kamera aus war, kamen diese Geräusche. Doch wir hatten Glück. Eines der Geräusche konnten wir einfangen.
Schon merkwürdig, dieses Gepolter, nachts um diese Uhrzeit auf einem abgelegenen Friedhof. Schlechter Scherz, Kollege, komm mal raus. Also, ist der Knaller. Also wir nehmen jetzt nochmal Anlauf zum Präsidiumsgrab. Ja, Mann. Aber hast du es danach nochmal gehört? Nein, es war ein leiser. Genau, ich hab's auch gehört. Hast du mich gehört, ja. Genau. Ich muss mir das zu Hause nochmal anhören. Ohne diese Kamera wäre ich blind wie ein Maulwurf. Was war das? Die Gänsehaut lässt grüßen. Vom Allerfeinsten. Oh, Scheiße. Wir beschlossen, dem Akku unserer Kamera eine kleine Pause zu gönnen und konzentrierten uns wieder auf EVP-Aufnahmen. Wir würden uns freuen, wenn ihr als Zuschauer uns behilflich sein könntet, rauszufinden, was dort gesagt wird. Wir können das leider nicht verstehen. Eine Frau. Wie heißt sie? Doktor? Als ich die folgende EVP das erste Mal hörte, lief es mir eiskalt den Rücken runter. Ich kniete mich zu einem Grabstein und fragte Jay, wen haben wir dann da? Als man plötzlich zwei Stimmen hört, die sich scheinbar unterhalten. Was gesprochen wird, ist Gänsehaut pur. Hört selbst. Also IMF ist echt gleich neu. Wen haben wir dann hier? Kein Mensch. Kein Mensch. Kein Mensch. Da uns diese Stelle interessant vorkam, wollten wir auch noch ein paar Fotos schießen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir ca. 80 Fotos geschossen, ohne Anomalien. Nur was dann kam, fanden wir schon etwas merkwürdig. Aber schaut selbst. Es war ca. 1.20 Uhr, als wir beschlossen, zum Abschluss nochmal das Grab von Karl Remigius Fresenius zu besuchen. Karl Remigius Fresenius wurde am 28. Dezember 1818 in Frankfurt am Main geboren und ist am 11. Juni 1897 in Wiesbaden verstorben. Er verfasste 1841 sein grundlegendes Werk Anleitung zur quantitativen chemischen Analyse. In Anerkennung seines Werkes promovierte ihn die Philosophische Fakultät 1842 zum Doktor. 6 Jahre später eröffnete er sein chemisches Labor, das später zur Fachakademie ausgebaut wurde. In diesem chemischen Laboratorium Fresenius Wiesbaden wurde Chemie, Pharmazie, Agrikulturchemie und Ökologie unterrichtet. Fresenius wurde in Wiesbaden auf dem alten Friedhof beigesetzt. Fresenius, können Sie uns hören? Möchten Sie vielleicht mit uns reden? Zufrieden über unsere Arbeit, schätzen wir ein wenig, waren ausgelassen und freuten uns auf unseren Feierabend. Jay, unser Ghost Hunter Azubi, fand sehr viel Gefallen an EVP-Aufnahmen und ließ sich von mir alles detailliert erklären. Ich zeigte ihm, wie die Sache funktioniert, gab ihm die Kopfhörer und schickte ihn los. Und das große Finale nahm seinen Lauf. Irgendwas, was interessant sein könnte? Eines vorweg, ich beschäftige mich mit EVPs seit ca. 8 Jahren, habe einiges gehört. Vieles, was mich faszinierte, vieles, was mir echt das Blut in den Adern gefrieren ließ.
Aber diese folgende Aufnahme schlägt alles. Sowas habe ich persönlich noch nie gehört. An alle Ghost Hunter Gruppen da draußen, ihr seid jetzt gefragt. Ich persönlich habe sowas noch nie gehört. Also, hier meine persönliche Nummer 1 EVP dieser Untersuchung. Wenn hier jemand ist, antworte. Das Interessante an dieser EVP ist das Störgeräusch. Sowas habe ich noch nie gehört. Wir hatten weder irgendwelche Funkgeräte dabei, noch irgendwelche Handys, die an waren. Aber wo kam dieses Geräusch her? Wir hatten keine Ahnung. Das Einzigartige an dieser EVP ist, dass in diesem Störgeräusch noch eine weibliche Stimme versteckt ist, die uns Folgendes fragt: Was wollt ihr hier? Wir waren zu diesem Zeitpunkt getrennt. Als ich auf Jay zulief, sah ich seinen Gesichtsausdruck und fragte ihn direkt: Ist dir nicht gut? Er war blass. Er sagte, ich habe da irgendwas Komisches aufgenommen, du musst dir das anhören, vielleicht hast du sowas schon mal gehört. Das heißt, er konnte es in Echtzeit hören, über die Kopfhörer. Sehr merkwürdig. Ich musste ihn beruhigen, er war etwas aus der Bahn geschmissen. Er hatte sowas noch nie gehört, er war noch nie auf Geisterjagd. Er wollte von uns lernen, wie das alles funktioniert, aber die Aufnahme ging ja noch weiter. Hört selbst. Hallo? Wenn hier irgendjemand ist, dann antworte. Wenn hier irgendjemand ist, dann sag was. Antworte. Dann überschlugen sich die Ereignisse. Jay rufte mich herbei wegen der EVP, die er gerade aufgenommen hatte. Ich war ca. 20 Meter von ihm entfernt. Ich machte mich auf direkten Weg zu ihm, lief an einer Holzbank vorbei, darauf unser Stativ, was Jay dort abgelegt hatte. Er erzählte mir direkt von der EVP und wie unheimlich ihm das alles ist und dass er am liebsten jetzt gehen würde. Ich sagte zu ihm, ist überhaupt kein Problem, wir wollten sowieso jetzt gehen, wir packen und fahren nach Hause. Ich hatte den Satz kaum beendet, als es hinter uns einen riesen Bums gab. Was ist passiert? Irgendjemand, der uns auflauern wollte? Uns am Ende noch ausrauben wollte? Was war dieses Geräusch? Es war so laut. Mein ganzer Körper war in Alarmbereitschaft. Wir fassten uns an Herz und liefen in die Richtung, woher das Geräusch kam, und trauten unseren Augen nicht. Da lag das Stativ nun, quer auf dem Boden. Wie ist es dahin gelangt? Wir haben keine Erklärung dafür. Leute, das ist krass. Das Stativ ist von der Bank gefallen. Wir waren gerade am Zusammenpacken. Und, ja. Jetzt liegt es hier. Schock. Wie funktioniert das? Ich hab's hier quer eben hingelegt. Ja, ich hab's gesehen. Alter, Alter, Alter. Jetzt wird's Zeit. Was uns im Nachhinein am meisten ärgert, ist, dass der Voice Recorder, kurz bevor dieser Vorfall war, ausgeschaltet wurde. Genauso wie die Kamera. Wir hätten euch sehr, sehr gerne einen Videobeweis oder eine MP3 gezeigt, um nachvollziehen zu können, wie erschreckend dieses Geräusch war. Also hatten wir einen Grund mehr, unsere Sachen schnell zu packen und dieses Gelände einfach nur zu verlassen. Der Schock saß tief in unseren Knochen. Wir wollten nur noch nach Hause. Ein merkwürdiges Gefühl nach diesem Vorfall. Als ob irgendwas uns nicht mehr haben wollte, uns loswerden wollte. So wie ein "Mach, dass ihr verschwindet." Und das taten wir. Zum Abschluss unserer Untersuchung bleiben einige Fragen noch offen. Es wird einen Teil 2 geben. Wir werden zurückkommen. Wir wollen die Wahrheit erfahren. Aber eines steht fest. An diesem Ort gibt es paranormale Aktivität. Definitiv. Ja, wir werden uns jetzt langsam, aber sicher mal zum Auto machen. Aber wir werden nochmal wiederkommen. Definitiv, weil
Das wollen wir so nicht stehen lassen. Und wir wollen hier ordentlich arbeiten. Das heißt auf gut Deutsch, wir kommen mit unserem Infrarotstrahler nochmal, dass wir bessere Sicht haben, weil, jo, bisschen aufstocken am Equipment müssen wir ja schon, ne? Von daher braucht man natürlich auch noch ein bisschen was. Aber im Großen und Ganzen war es schon echt creepy gewesen. Also ein paar Sachen gewesen, die würde ich mir gerne morgen bei einem Kaffee und bei einer Zigarette nochmal angucken. Ah, Kollege. Ja, ich muss jetzt gucken, wo ich hinlaufe, sonst falle ich auf die Fresse. Macht's gut. Immer schön parallel bleiben. Aus dem Keller ruft doch einfach Para-Ink. Para-Ink, Para-Ink. Schatten huschen durch dein Zimmer, ruf am besten Para-Ink. Para-Ink, Para-Ink. Wenn du mal nicht weiter weißt, meld dich doch bei Para-Ink. Para-Ink, 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 Para-Ink. Stimmen hallen durch die Wohnung, klarer Fall für Para-Ink. Schreib doch einfach Para-Ink, die wissen, wo die Geister sind. Para-Ink.